Zurück auf der Sanctuary. Oh, wir haben 7 Stunden gebraucht, um die Waffen leer zu kriegen. Naja, das dauert immer ein bisschen bei mir vor. Du musst diese Kammer vor den Kalypsos erreichen. So. Versprich es mir. Merkwürdige Zeiten. Kann ich mit dir sprechen? Ich hätte jetzt es wissen müssen, damit rechnen müssen. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Red nicht über Tennis, als wäre sie schon tot. Wir haben noch Zeit. Wir können übertragen. Natürlich. Wir haben eure Wissenschaftlerin. Wenn ihr sie sehen, wiedersehen wollt, muss ich euch enttäuschen. Ihr Waldersche Fritz. Skagersche. Wir sind's. Habt ihr's erraten? Coole Masken, oder? Vorbestellerbonus. Teil, die Spendenaktion. Spoiler-Alarm! Wir stehen irre kurz davor, die große Kammer zu öffnen. Wir haben den Schlüssel und er ist riesig. Es ist ein Haufen Iridium nötig, um ihn aufzuladen. Dafür sammeln wir Spenden. Und weil unsere Anhänger immer ausrasten, wenn wir einen von euch opfern, haben wir abgeschickt. Ist es zu fassen? Schräge Wissenschaftlerin stand ganz oben auf der Mordmundschliste. Knapp vor nerviger Roboter, aber nur ganz knapp. Apropos Mord, Carnivora ist hungrig. Gleich beginnt die Show. Das wird mörderisch gut. Tennis. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie umbringen. Tennis hat alles riskiert, um Taryn von diesem Kammermonster fernzuhalten. Sie hat mehr verdient, als zur Unterhaltung von 2 Psychopathen zu sterben. Wir gehen zurück nach Pandora. Kammerjäger, rette sie. Die Kalypsos haben eine Carnivora erwähnt. Such Warn auf. Ich habe ihn zu einem alten Außenposten der Crimson Raiders in Devil's Razor geschickt, um die KDK zu beobachten. Er weiß bestimmt, was da abgeht. Du schaffst das, Kammerjäger. Du Tier, du. Geh und wollen wir die Nebenmission noch vorher machen, die andere, die wir da hatten? Genau. Wollen Claptrap die? Können wir sehr gerne machen. Jeder ist verlorene Steins. Jo. Soll ich anschmeißen, oder was? Die schon angeschmissen? Nee. Ach doch, ja. Ich bin Miles Brown, tatsächlich. Ja, dann geht's los. Wer ist Miles Brown? Miles Brown ist auf jeden Fall... Wohl E6? Ach, da ist er ja. Weiß ich nicht, wo der ist. Da ist ein Menü hier. Du warst im Menü, ich wollte auch reisen. Wahrscheinlich deswegen. Ach so. Wahrscheinlich alle Menüen wollten reisen. Na dann. Warum steht hier irgendwo rum? Mann, ich stehe hier irgendwo rum. Oh ja. Da. Hier ist Clay, die alte Rübe. Und hier ist Professor. Oh. Miles Brown. Entschuldigung. Zum Glück bist du endlich da. Meine Babys sind weg. Eine Bande schmutziger Jabber hat mir meine wertvollen Babysteine geklaut. Babysteine, ja? Dazu sage ich besser nichts. Finde einfach die Jabber und entferne diese üblen Organismen von diesem Planeten. Naja, es geht ja noch. Verzeihung, aber Lebewesen sind so ekelerregend mit ihrer Haut und ihren ganzen Öffnungen. Alles ist widerlich. Ich habe Jahre damit zugebracht, meine kostbaren Mutter. Du hörst ihm auch nicht bis zum Ende zu, ne, dem Sabeljans. Bitte, bitte, meine wunderschönen Schätze. Ja, okay, Kumpel. Das sind nur Steine. Reg dich ab. Sie sind weitaus mehr als Steine. Sie sind meine Welt. Alles, was ich habe. Sie wurden sogar nach mir benannt. 139.377. Einfach hier rauszufahren. Kurz Braunstein. Wobei sie genau genommen eher golden schimmern. Ja, das scheint verwirrend, aber das macht nichts. Finde sie einfach. Rein, ne? Müssen da rein, ja. Dann nur Perpedis. Mittelmäßig. Ich will mich prügeln. Halt still. Ja.
Gesundheit! Nur ein bisschen Kohle für uns aus dem Klo gefingert. Hervorragend, hast du gut gemacht. Ja, schreck ich vor nichts zurück. Was hast du denn schon wieder? Ich blitze wie immer. Da so ein Scheißerhaufen da aufgeklopft und schon. Quatsch. Sternsumpf. Noch nicht brechen gereist? Weiß ich aber nicht. Warum hat er das hier angezeigt? Nicht. Vielleicht kommst du, wenn du den nicht entdeckt hast, weißt du, musst du erst hier hin und dann darüber. Aber. Reisestation meinst du? Mhm. Haben wir auf jeden Fall schon, oder? Ja, Wärtersuch haben wir schon. Ja, es ist doch einer. Achso. Folge der Spur. Achso, deswegen musst du hierher. Guck mal schon an. Zwar kein Bier, aber auch nicht schlecht. Also wir sind zwischen alle wieder Level 25, ja. Gut, das lohnt sich nicht, ne? Da kann man ja eigentlich wieder ein bisschen zügiger. Eigentlich kann man da ein bisschen zügiger durchmachen, ja. Auch zum Aufgaberennen? Oh, muss halt diese. Das war gar nichts. Oder? Beide gefette EP-Punkte? Ist ja fett. Oh, eine Nachricht habe ich bekommen von Hyperion. Nee. Ja, mal gucken hier. Ich sehe Gesundheit. Wo war das? Wir haben noch immer nicht mein Prachtexemplar gefunden. So weiter. Eine Schrotflinte gab's. Hm, nice. Scheiße, die hier rausfliegt, die kannst du aber selber einsammeln. Ach, nee, 100, 1500, 2000, das nehme ich schon mal mit. Ja, gut, das stimmt. Komisch ist die da. Was ist die Schrotflinte? Was hat die für einen Schaden? Gucken nebenbei. 77 mal 6. Nicht so viel, aber ich bin mal gespannt, was er reißt. Mal gucken. Hier ist die Region, ne? Ich denke, ich komme jetzt da durch. Was übersehen? Ein Körper ist nur ein Diener meiner Realität. Halt die Fresse. War doch gar nicht so schlimm, oder? Willst du es versuchen? Ach, das ist ein 100. Und aus den roten. Und natürlich rote Totenköpfe, ne? Die Badass-Totenköpfe. Mal ganz ordentliche Ware dabei. Das ist ein Galatsch hier. Jo. Vor der Tür, wo wir uns einmal gefragt haben, wo geht's dahin? Ja, stimmt. Guck mal, da gibt's so ein Typhoon. Nee. Ich hasse diesen Planeten und fehlt nicht noch einer hier? Nee, was? Ein Radio fehlt noch, ne? Ja.
Schweiz rausgespartet? Außentür? Und das ist der größte Jabba, den ich je gesehen habe. War schon irgendwie klar. Ja, danke schon. König Jabba. Oh, aber der ist wenigstens Level 32. Oh ja. Oh, wobei. Wirklich auf sich. Schon gut, ich geb's zu. Ich gestehe, ich bin einfach nur hingerissen von der Transformation des Braunstein-Kalzits bei der Rekristallisierung, da hier eine einzigartige Form der Aufblätterung auftritt. Naja. So, Doktor. Schlag mich tot. Danke, dass du meine hilflosen kleinen Schätze wiedergefunden hast. Endlich! Jetzt kann ich meine Forschungen fortsetzen. Allein. Getrennt von all den schmutzigen Organismen, die dieses Universum bevölkern. Ich brauche dich nicht mehr. Tschüss. Wie geht's dir, Clay? Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Alles klar, Clay. Ich frag ja nur. Brauchst du was? Du scheinst ziemlich viel herumzustehen. Doch, das hatten wir erledigt. Jo. Zwar kein Bier, aber auch nicht schlecht. Dann, Hauptmission, wa? Dann müssen wir erstmal zurück zu Pandora zurückkehren. So. So, Sanctuary oder? Weiß ich gar nicht, was zeigt er dir denn an? Ah, warte mal. Nö. Nicht Sanctuary auf jeden Fall. Orbitansicht. Schwarzfasskeller? Warum ist denn da ein Ausrufezeichen? Da zeigt mir gar nichts an dem Orbit. Ich denke mal, wir müssen aufs Schiff von denen fliegen, oder? Das könnte auch sein, ja. Da ist ein Menü. Wird zu einer auf Pandora zurück. Also, Countdown geht nicht, weil du in dem Fahrzeug sitzt. Jetzt habe ich aber gleich die Schnauze voll mit euch. Kein Fahrzeug mehr da, wo sie reinsetzen kann. Ich könnte mir schnell ein neues respawnen. Ich sehe den brennenden Schutt noch. Keine Ahnung, normalerweise müsste es ja dann irgendwie aber interagieren auf der Brücke, ne? Aber war ja nichts. Eigentlich muss er nach Sanctuary zurück. Aber sonst sagt er immer, komm zur Brücke und flieg uns dahin. Aber es ist hier markiert. Ja. Hä? Doch, Pandora ist doch markiert. Die Einöde. Oh. Ach, jetzt ja. Seht ihr das Ausrufezeichen da? Bei, In 6? Was? Ja, bei In 6 habe ich das Ausrufezeichen auch noch gesehen. Was gibt's denn dann noch? Warte mal, wenn du draufklickst, dann gibt's zum Schwarzfasskeller noch was und das schwebende Grab gibt's auch noch was. Aber was? Oh nein. Also angezeigt wird mir jetzt nichts mehr. Nö. Vielleicht kommen wir später nochmal hin. Lass mal hier Abfahrt. Pandora. Wo müssen wir denn da hin? Da gibt es noch zwei Nebenmissionen, sehe ich gerade.
kann jetzt nicht gucken. Also entweder reisen wir jetzt oder gucken nochmal. Nee, ich meine, bei in Pandora gibt es dann die Mission noch. Zurück zum Anfang. Da gibt es auch noch Dings hier. Typhoon Lock können wir da bestimmt auch noch abgerasen. Die Waffen bringen uns wahrscheinlich nichts mehr, aber. Nö. Nee. Schon noch richtig fette Gegner zu machen. Ups. Du reist zu einem Außenposten namens Rowlands Grab. Worn erwartet dich dort. Worn, die zwei Nebenmissionen. Hier sind sie weg. Und gerade wurden sie mir noch angezeigt. Hallo, ich lebe noch. Vorläufig. Offenbar sind ihre Diana-Professorinnen so begehrt. Ich möchte dir ein paar Waffen kaufen, Level 4. Oh. Ich würde es begrüßen, gerettet zu werden, bevor sie mich zur allgemeinen Belustigung foltern und töten. Ich habe zwar noch einige Asse im Ärmel, aber damit erreiche ich wohl nur, dass ich auf eine andere Art sterbe. Welchen ganzen Level? Gucken, wo lang müssen hier. Ja. Rechts. Nächste, rechts. Rechts. Aua! Glückstück. Scheinen auf Pandora fleißig gewesen zu sein. Nach Devil's Razor geht's da lang. Aber du musst dir den Weg. Hält ihn mal einen Haufen. Oh, okay. Ich gar nicht gesehen, dass man es aufschießen kann. Hier ist mein Platz! Jetzt wird gehakt! Gibt's noch eine Mission? Ja. Dunkel. Level 31. Seit du Mausbiss erledigt hast, sucht die Kalypsos ein neues Großmaul. Was hältst du davon, wenn wir das Casting crashen? Du brauchst ein Vorsprechen. Zieh los und finde heraus, was du dafür brauchst. So, guck mal, wir machen demnächst. Sobald wir dich in diese Castings eingeschleust haben, kannst du alle möchte gern Maulfriesen. Kofferraum. Toll. Der erste Kofferraum, den ich hier sehe. Was da drin? Weiße 24er Sache. Mir zu schäbig, das mitzunehmen. Das stimmt wohl. Also los? Jo. Ah, Devil's Razor. Hier waren wir jetzt ja auch noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Müssen die Feinde jetzt rein theoretisch aber unser Level haben, oder? Hey, du bist zurück! Wie schön! Beim letzten Mal habe ich deinen Feierhock zu 32, ja. Und wir einen ausgefahrenen Gag liegen lassen. Eine tolle Zeit. Und dann habe ich eure Sirenenbeute gerade gemacht. Gebe die blauen Haare. Den Namen weiß ich nicht mehr. Martha. Sieht ja cool aus. Die Tote eben. Und jetzt haben wir eure Nerd-Tussi entführt. Ihr müsst zugeben, wir sind echt gut darin, euch auszunehmen. Nerd-Tussi. Ja, eure Crimson-Diebesgilde liegt in Schutt und Asche und Innereien. Bald werden wir Götter sein. Und die Granate, die war gerade geschenkt, krieg ich da oder was? Das ist eine goldene, die haben wir eigentlich schon ein bisschen länger. Etwas Korrosion. Wer will nochmal eine Handwaffe?
denn hier an? Ja. Hauptsache die Polizei ist da. Dann ist alles gut. Der Enz. Cool. Noch eine Nebenmission? Vakant. Oh, ja. Wuhu! Hier hinten darf man wohl nicht hin. Warum? Ach so, ist abgehört. Du wirst abgeschossen. Ja, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Kannst du aber auch teleporten hier zu uns. Ja. Oh. Rein, nimmst du, jo. Zuerst. Sagen wir mal kurz Warn. Achso, ja. Schau mal, hier sind jetzt. Auf zum Warn, der dreckigen Unterhose. Was ist denn? Hoffentlich hat er sich mittlerweile irgendwas angezogen. Nee, immer noch so scheiße aus wie am Anfang. Neuen Clan der Brustbefreiungsallianz. Nur Spaß. Es leben die Crimson Raiders. Kennst du mich Brustbefreiungsallianz? Natürlich. Dein Waschbrettbauch hat sich mir in die Netze eingebrannt. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Diesen Ort zu verteidigen ist die Hölle, seit Troy Calypso mit seinen irren Kräften unsere Geschütze geschnappt hat. Die habe ich geliebt. Oh, stimmt, die Mission. Okay, Lilith hat gesagt, du wärst hier, um Tennis zu retten. Wenn Carnivora sie hat, musst du dich beeilen. Wer ist Carnivora? Ich mache sie fertig. Was? Nicht wer? Carnivora ist ein Festival, das von zwei Mordstreamern organisiert wird. Pain und Terror. Du findest es in den Splinterlands, Bro. Carnivora ist der beliebteste Fanstream in der Galaxis, Bro. Pain und Terror nehmen für die Kalypsos und hohe Einschaltquoten Mordwünsche entgegen. Ich kann dir helfen, nach Carnivora zu kommen. Rein... ist eine andere Frage. Kammerjäger, ich weiß, ich muss dir das nicht sagen, aber wir verlieren niemanden mehr. Wir holen sie raus, Commander. Kein Soldat bleibt zurück. Mein bevorstehender Mord versetzt die Kultisten in Ekstase. Ja, aber was sie zu tun, ja? Sie kommen voller Eridium und brüllen meinen Namen. Jo. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich bei diesen Spinnern so beliebt bin. Tja, man weiß nie, wer einen alles bewundert. Voll. Was hast du gesagt? Mal noch ein bisschen was zu tun hier.
Ja, es sind sogar noch mehr Missionen. Wer ist die Mission in dem Ding? Sandstrahlnarbe. Kannst du auch überall hinreisen hier? Verrückt. Welche? Die Hauptmission oder was? Nö. Nee, die Nebenmission jetzt. Ja. So, da was auswählen. Ja, am besten, was das schon hier ist, ne? Oder? Ja, ich guck mal und ihr sagt was. Dummer, welches das niedrigste Level hat. Was passt? 31 habe ich. Pandoras Next Tap Mouthpiece. Ja, am besten das zuerst, ne? Das hier ist, dann ran. Dann wähl mal aus, ich sag dir Bescheid, ob es hier ist. Ja, hab ich schon. Er ist nicht hier. Nee. Da wo gerade hergekommen sind. Das sind, glaube ich. Ich und Nessa noch? Neutralität. Angewählt. Ja, ist hinter uns. Sprich mit Edgren. Oh ja. Quasi hinter uns. Den hab ich doch schon gesehen, den Burschen. Der ist hier irgendwo dahin. Ein Tunnel durch hier. Der wohnt hier im Container. Na, dann lassen Sie mal besuchen. Ah, hübsch ausgeleuchtet hat das. Obwohl, nett sieht sie aus. Warte schon mal. Ein Kammerjäger? Ganz gleich, worum es geht, ich war's nicht. Oder doch, falls es cool war. Ich suche den Lord der Skags. Den Namen habe ich seit 7 Jahren nicht gehört. Du hast ernsthafte Lag-Probleme. Ich heiße nur noch Edgren, aber die Tyrannei herrscht noch immer in Pandora. Ich spreche vom teuflischsten aller Feinde, der Bandbreitenbeschränkung. In der Nähe ist ein Hyperion Econet Hub. Du musst dorthin und diesen Dämpfer zerstören. Zu meiner besten Zeit war ich als Lord der Skags bekannt. Oh ja, vor dir steht Pandoras ehemals bester Elite-Pro-Gamer. Mit 14 Jahren stand ich an der Weltspitze. Pro-Gamer! Das ist wie ein Kämpfer ohne Kampfskills, richtig? Das ist ein angesehener Berufszweig. Und ich war der Beste. Sogar besser als Handsome Jack. Dieser Möchtegern hat jedenfalls nicht gerne gegen Kids verloren. Deshalb hat er einen Echo-Dämpfer installiert, den Uktak. Damit hat er seine eigene Leitung beschleunigt und die anderen verlangsamt. Ganze Millisekunden-Lag. Es war ein Gemetzel. Das ist der Echo-Net-Hub. Der Uktak muss irgendwo da drin sein. Pass auf, dort sind überall KTK. Hin bloß. Mach dir den da. Ich würde sagen, da springen wir in der nächsten Folge rein. Jo. Das sieht nach dem Plan an. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Jo, macht's gut. Bis dann, ciao.